Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy. Ich bin jetzt hier im Menü gestartet, wo wir aufgehört haben, weil wir haben ja keine Zeit, wir sind ja auf Zeit. Und mein Hauptproblem ist, ich brauche noch Heilung. So, aber machen wir weiter. Gib dich hin und ins Tal! Das war's für die. Komm. Hab die Säule nicht gesehen. Geht das eigentlich auch von der Zeit ab, wenn ich hier im Inventar versuche, was herzustellen? Outfits, Fallen und Tränke. Können wir nicht. Ich habe das Zeug dafür nicht. Wo habe ich das gewusst? Warte mal. Wir müssen mal gucken. Wir hatten jetzt 4:30. Okay. Oh nein, das schon was leuchten okay, sehen. Zum letzten Wettkampf. Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Das ist nicht euer Ernst. Da wird nur noch ein Heiltrank. Geht das immer noch auf Zeit? Da ist der Ballon gerade weggeflogen. Das müssen wir mit jetzt. Warte mal. Ja? Schließt die dritte Herausforderung ab. Haben wir gemacht, also. Oh. Wie gesagt, das ist die Frage. Also auf Zeit geht das hier nicht, haben wir gerade gesehen. Das ist natürlich sehr gut. Also die Zeitgeschichte haben wir hoffentlich hinter uns. Den Rest, den kriegen wir ja, irgendwie hin. Ich könnte mir vorstellen, der verreckt. Der verreckt irgendwie. Sag mal, warum schießt denn du verdammt doch mal nicht? Was ist denn das mit dir? Das hier solltest du machen, Mann.
aufpassen. Ich kann mal bald die Nachteile gewinnen. Mach mal keinen weg. Nein! Scheiße, ich hab's gewusst. Also entweder ich weiche aus oder ich drehe den Stick um, damit ich was sehe. Bingo. Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt. Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling. Und ich.
Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Varga will sicher den Eisdorn ansehen. Das 13.000. Trophäe erhalten, Verac-Herausforderung. Banuk Eisdorn. So, jetzt muss ich. Wir haben alle unsere Pulver hier verschossen, was? Ja, ist ja gut. So, so. Haben wir das tatsächlich doch geschafft? So. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Zeitsachen geschafft habe, da war mir alles andere vollkommen egal. Die hätten wir so oder so gekriegt, die drei Großen da. Die haben wir ja gesehen, aber diese Zeit, wie gesagt, da gerate ich irgendwie immer in Panik oder so. Das ist furchtbar bei mir, haben wir ja in der letzten Folge gesehen. So. Ja, ich hatte schon so die Angst, dass wir hier, dass das so eine unmögliche Nummer wird. Wie bei dem Jagdgebiet mit der Zeit dort. Es geht gleich weiter, keine Angst. Ich muss erstmal kurz hier ein bisschen sacken lassen. Das war heftig, ja. Man kann es nicht glauben, aber. Und das war echt jetzt nicht unbedingt die hartesten. Die hartesten, sag ich mal, von den ganzen drei Sachen waren tatsächlich ja die beiden, wo die Herden dort waren. So. Und die der zweite mit den Brüllrücken war schlimmer. Ich musste ja bloß die Brüllrücken holen, aber die anderen, die haben mich aber gestört. So. Jetzt, die Frostklauen, die waren letztendlich einfach. Jetzt müssen wir wieder Lohe besorgen, damit wir hier Feuerwaffen und Sprengwaffen bauen können. Aber wir räumen jetzt erstmal hier die ganzen Dinger aus. So, pass auf. Wir räumen erstmal die Sachen hier aus. Warte. Nee, komm. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wir räumen jetzt erstmal die Sachen aus und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und mich selber auch nicht. Weil wir haben ja hier gerade eine Rüstung bekommen. Okay. So. Blumen pflücken können wir später. Ey, komm. Ja, ich weiß, ihr Frauen, ihr wollt immer Blumen pflücken. So, als allererstes, wir machen das jetzt ganz gemütlich hier. So, ganz gemütlich. So, Konzentration erhöht die maximale Dauer. Brauchen wir das? Drücke beim Zielen, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil einzulegen. Hier können wir Mehrfachschüsse machen. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Zurückschlagen, schwere Sperrangriffe verursachen mehr Schaden. Wenn Aloys Gesundheit niedrig ist, will die ja immer hochhalten, die. So, Gesundheit, was haben wir hier? Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Ja, bloß so, ich überbrücke so selten Maschinen, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Vorteil. Hier bräuchten wir insgesamt 7 Punkte für das. Ne, ja, 7 genau. Was haben wir hier? Bastler, Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt werden und wiederverwendet werden. Klingt nicht schlecht. So, Reitmaschine reparieren. Reitmaschine reparieren, kann ich doch. So. Water. Erhöht die Chance heute und. Ich bin mir da unschlüssig. So. Tutorials. Banuk Eisdorn. Nee, das will ich jetzt nicht machen. Diese Tutorials, ehrlich gesagt, das ist. Eine schöne Sache, aber. Firebreak. Als Häuptling des Verracs muss Aloy Aratak und auf den Donnerkampf führen, um die Geheimnisse darin zu entdecken. Nur für 50?
je nach Landkerbe, um deinen Aufstieg zum Donnerkampf zu beginnen. 50! Ja, trifft den jungen Verrack beim Eiskampf. Ne, trifft den jungen Verrack. Ist ein Kampf, eine Gruppe. Trifft die Jungen. Ach so, das ist das, den drei Jäger. 40. Das könnten wir hier direkt machen. So, jetzt gucken wir aber erstmal ins Inventar. Warte mal, Outfits. Ist das in der Schatzkiste oder habe ich das gleich dazu gekriegt? Was ist das hier? Nee. Das habe ich, muss ich erst auspacken, oder? So. Okay, Schatzkisten. So, was haben wir hier? Ungewöhnlich. Diese. So, Stein. Ach komm. Metallgefäß, ja. Einholz. Outfitgewebe, ja. Plündererherz. Reinholz. Was? Ja, komm. So. Das sind alles die gewöhnlichen Rohstoffvorratskiste. So, was haben wir hier? Schmiedefeuer. Eichhörnchenhaut. Waffe. 1720. Gucken wir uns direkt gleich an. Außergewöhnlich, sehr seltene, naja, Outfit-Gewebe. Ich will aber kein Outfit haben, ich will Outfit-Gewebe, sondern Bannok Eisturm, Eiswerfer. Bannok Verrack Häuptling, Outfit. Ja. Gut. Wieso ist hier noch ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Rohstoffe. Eichhörnchen, statt ausschließlich von Eichhörnchen. Outfits. Was haben wir gekriegt? Was ist das hier? Das ist das Ding. Nee. Bannok Verrack Häuptling. Das sieht genauso aus wie das Ding hier. Eine Beeindruckung des Outfits für Zeremonien. Extremes Überleben. Bannok Verrack Häuptling. Ist das alles? Ich habe so wirklich was richtig Pompöses erwartet. Bietet langsame. Aber das bietet auch Regeneration, das ist schon mal sehr gut. Jo. Machen wir natürlich das Ding. Also mit dem Helm, das hat zwei abgeschaltet. Das, den setzt ja nicht auf. Jo. So. Dann gucken wir mal. Warte mal, Waffen. Rassler. Eisdorn. Bannok Eisdorn. Bär. Was ist das jetzt? Ist das ein Speer? Ein mächtigen Flammenwerferangriff. Verursacht hohen Feuerschwierigkeiten. Stimmt, das wollte ich gucken. Überbrückung freigeschaltet. So. Faden 44. 46. Das ist, warte mal. Entfesselung, ein mächtiger Eiswerferangriff. Ach hier. Das ist, wenn wir gerade gegen Brüll rücken. Wir haben ja mal Eiswerfer, mal Feuerbrücken. Da wären die Dinger nicht schlecht. Ja. Was braucht es denn? Munition? Ja. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir legen das mal hier hin. Nein. Das Ding sollst du nehmen. Können wir nichts herstellen. Wir haben kein Zeug dafür. Jawohl. Inventar. So. Ich dachte, das wäre jetzt ein neuer Speer oder sowas. So, Eisdorn. Wir gucken uns mal den Eisdorn an. So, was können wir mit dem Eisdorn machen? Hm, ob sich das wirklich macht im Kampf, ist eine andere Frage. So. Okay, was hätten wir noch? Herstellen wir noch was. Was können wir herstellen? Tragekapazität. So. Schmiede Feuer und Munitionsbeutel. Achso, das ist für das Zeug für das Ding da, oder? Ja, Eisdorn Munitionsbeutel. Könnten wir erhöhen, machen wir aber nicht. So. Das Ding muss sich erst bewähren. Also, Munition, ja, wir können hier, ja, komm. Wir müssen das hier Ausrufezeichen verschwinden. So. Mehr hatten wir nicht, oder? So. Aber wie gesagt, Firebreak, Level 50, als Häuptling, naja, ich habe ja gesagt, wir wollten das ganze Ding abschließen hier mit dem, aber, das ist, ich würde sagen,
Das heben wir uns auf. Das heben wir uns wirklich auf. Dann würde ich, das würde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich meine, wir haben, es kann ja sein, dass dort auch wieder so ein unmenschliches Monster kommt. Weiß ich nämlich. So, deswegen würde ich tatsächlich jetzt das erstmal in Angriff nehmen. So, und mich erstmal wieder ein bisschen aufrüsten nach der ganzen Sache hier. So. Und wir werden natürlich, stimmt, wir werden jetzt noch einsammeln und dann gehen wir direkt hier zur Schnellreise zu einem Lagerfeuer. Wir werden das dort mit den drei Typen dort gleich in die Hand nehmen. Das hält sich. Ja. Aber so OP ist die Rüstung jetzt auch nicht, die wir gekriegt haben. Warte mal, was ist denn hier drin? Ja, hätte man sich verkriechen können. Ja, hätte man sich verkriechen können, aber... Ach, wozu denn? Blödsinn. So. Wo sind eigentlich meine Opfer? Ich wollte ja noch Opfer einsammeln. Wieso ist mein Medizinbeutel schon wieder voll? Warte mal, was haben wir Inventar? Wir haben doch hier irgendwo... Wie viel? 5000 Heiltränke kaufen wir uns neue, ist kein Problem. Ja, dann mache ich mir erstmal keine Sorgen. Ja. Ich glaube, das werden wir auch gleich tun. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir sammeln hier erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen ein. Gut, ja. Das kann ich gut gebrauchen. Die sind jetzt tatsächlich hier weggesprungen, die Viecher, oder? Nicht mehr. So. Okay. Nee. Okay, pass auf. Folgendes. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Ja. Wir gehen erstmal hier runter. Dort speichern wir dann auch gleich. Am Lagerfeuer. Dann gehen wir zum Händler, stocken unsere Heiltränke wieder auf. Und dann gehen wir hoch zu den drei Typen da. Ja. Weil die Missionen hier in dem... Die geben wirklich die geilste Erfahrung. Weil dagegen da unten die... In dem Wüstengebiet oder sonst wo... Das ist lächerlich dagegen. Das ist tatsächlich so. Ja. Ja. Ich hatte wirklich gedacht, dass wir danach jetzt das Eisgebiet abschließen können. Ja. Aber sei es wie es sei... So. Nach allem, was uns der Warte mal, wo war jetzt der Händler? Der ist hier oben. Da wird er angezeigt, oder? Der wird irgendwie nicht angezeigt. Hier. Da. Ja, auf einmal. Gerade habe ich nicht gesehen. Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Jo. Na komm. So, was kriege ich hier eigentlich? Outfits. Jo. Das Ding haben wir uns gekauft. Banuk, Vera Kolbding. Das Ding haben wir ja nun. So. Das. Blauglanz. Was will ich damit? Effekte. Ja, damit wird man schlechter gesehen. 60 Feuer. Hm. Ah. Banuk Eisjägerin. Blauglanz. Die Mist kannst du behalten. Rohstoffe. Draht. Schnellreisepaket. Nee, Tränke wollten wir. Heiltränke. Ganz andere Tränke, die habe ich ehrlich gesagt nie gebraucht. Oh. Okay. Können wir irgendwas verkaufen? Todbringerlinse, halten wir mal. Knappmaullinse, verkaufen wir. Schweinsknochen. Was haben wir hier? Donnerkieferherz. Stürmerherz. Aber ich bin trotzdem erstaunt, wie schnell ich mit drei Donnerkiefern Frostklauen fertig geworden bin. Ich habe zwei Folgen mal für eine gebraucht. Okay. Das ist ja, wie gesagt, das ist. Das ist ja, wie ich immer sage, das ist alles so Sachen. Lernsachen sind das. Das sind. So. Warte mal. Darstellen. Ich wollte doch hier modifizieren, Outfits modifizieren. Das Ding, was können wir hier drauf machen? Verstärktes Outfit-Gewebe. Effekte. Hm? Was? Plus Fernangriffsschutz.
Plus 34 Eisschutz, Flankengriffschutz, 16 Nag, Tarnung. Das klingt erstmal mit am lukrativsten. Machen wir. So. Dann was haben wir hier? Tarnung, Eisschutz. Okay. So. Dann haben wir plus Nahkampf plus 18 sind wir geschützt. So. Fernangriffsschutz. Fernangriff würde ich jetzt eher mal außen vor lassen, weil. Klar, es gibt Momente, da wird auf Aloy geschossen, aber ich würde lieber im Nahkampf, das finde ich erstmal wichtiger. So, Tarnung plus 13, Schockschutz. Eisschutz. Ne, wir lassen das erstmal so. Vielleicht kriegen wir jetzt noch was Besseres. So. Als Kind habe ich oft Geschichten. Ich habe gesagt, wir wollten speichern, habe ich nicht gemacht, scheiße. So. So, jetzt halten wir das ganze Ding erstmal komplett fest hier. Guck mal, ja, zack. Und. Jo. So, hätten wir. So, okay. Niemand kennt. Ich hoffe bloß, die automatischen Speierplätze bleiben da wegen den Bilder machen. Das ist wieder scheiße. Du hast einen weiteren Tag überlebt, wie ich sehe. Ha! Du machst dir keine Vorstellung. Du, was war hier? Neue Quest. Machen wir das. Wir fragen mal nach. Ich meine, schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Ja, gehen wir aus dem Weg. In Venus kommen wir nicht oft. Ja. Das war so ein hübsches hier von Aloy. So. Aloy ist doch hübsch, oder? Hey. Was ist denn los? Inatut. Unsere Gesetze binden uns. Der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Boah. Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte den Eis. Nun? Mensch. Du hast jetzt Aratax Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Wir haben schon so viele Kaja. Wir machen das Gespräch jetzt noch zu Ende und dann machen wir Feierabend für heute. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Also, Aloy, du hast auch schon genug Kaja umgebracht. Also, ja. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich.
Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Grenzjustiz. Wir gucken uns das mal an. Stufe 35. Wo müssen wir denn dafür hin? Jetzt wollte ich auf der Tastatur die Karte öffnen. Okay. Wisst ihr was? Das machen wir gleich dann mal mit. Wie gesagt, das ist wieder Erfahrung. Das ist wieder Erfahrung, die sie braucht hier. Ja. Ada will uns nicht angucken. So. Okay, dann hoffe ich, das ganze Ding heute hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, falls es euch gefallen hat. So, schaut doch gerne mal in die anderen Projekte rein. Damit würde ich mich verabschieden heute. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.